Als nächstes ist von den Sozialdemokraten Kollege Gernot Krumbach. Frankfurt. Am Main. Am Pult. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt einen berühmten Wirtschaftsmythos, der sagt, Konkurrenz führt im Laufe der Zeit zu immer besseren Ergebnissen. Spätestens mit diesem Gesetz ist dieser Mythos widerlegt worden, weil die Konkurrenz hat zu einem schlechteren Ergebnis geführt. Und das fängt mit ganz einfachen Sachen an. Fängt schon mit der Zielformulierung an. Diese Landesregierung schreibt im Gesetz unter 2 Grad, möglichst 1,5. Im Gesetzentwurf der SPD stand unter 1,5. Ich kann verstehen, dass man das so formuliert, weil man weiß, dass das Leben extrem schwer geworden ist durch die viele Zeitverzögerung. Wir können mal darüber reden, wer daran schuld ist. Aber es heißt halt auch, wir haben das 1,5-Grad-Ziel schon ein Stück weit aufgegeben. Das ist ein Unterschied, und deswegen ist das Gesetz allein in der Zielformulierung eine Nummer schlechter. Zweitens, das Gesetz ist schwächer im Anspruch. Die Landesregierung schreibt bei Planung und Entscheidung Klimaschutz berücksichtigen. Es schreibt Gesetze und Verordnungen unter Abwägung. Es schreibt Investitionen und Beschaffung und CO2-Preis. In dem SPD-Gesetz stand, jedes Gesetz, jede Ausgabe, jede Subvention muss überprüft werden, ob sie den Klimaschutz verletzt, und es muss begründet werden, wenn es eine Ausnahme geben soll. So. Ich finde es ja ganz spannend, ich weiß nicht, wer Frau Rippegarter das erzählt hat, aber genau der Punkt, dass sozusagen vom Papiereinkauf die Prüfung anfängt, die steht nicht im Gesetz. Die hat in unserem Gesetz gestanden, dass sie abgelehnt haben, und ich bedenke, das ist schon ein großer Unterschied. Was übrigens auch nicht im Gesetz steht, ist, dass es viele bestehende Maßnahmen steht, die nicht überprüft werden. Das haben Sie sich gar nicht mehr vorgenommen, weil Sie glauben, dass die Fehler der Vergangenheit, die ja zum Teil Ihre eigenen sind, besser nicht zu Tageslicht kommen. Auch da sind wir klarer, präziser und auf den Punkt gewesen. Dann gibt es einen Punkt, den finde ich schon faszinierend. Die Frage, dass all diese Maßnahmen Nebenwirkungen haben, die soziale und ökonomische Konsequenzen haben, und dass man das auch überprüfen muss, steht in Ihrem Gesetz nicht. In unserem hat es gestanden. Da merkt man doch, wer die soziale und ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit im Blick hat und wer sie nicht im Blick hat. Auch das ist ein deutlicher Unterschied. Und dann komme ich zu dem Punkt, den der Kollege Ruhl so schön beschrieben hat, wo er sagt, ja, wir leiten die Ziele vom Bund ab. Aber Sie schreiben sie nicht ins Gesetz, anders als der Bund, weil Sie sie nicht für sich verpflichtend machen. Sie nehmen auch noch eigene Maßstäbe, statt sozusagen die des Bundes zu übernehmen. Im Bundesgesetz sind die Sektoren eindeutig definiert. Und wenn irgendwas ins Gesetz gehört, dann ist die Aufteilung nach Sektoren, weil darüber muss das Parlament entscheiden. Wenn wir doch sagen wollen, zum Beispiel ein Teil der Kollegen sagt, wir müssen den Verkehr schonen, weil der für Durchgangsland ein bisschen schwieriger ist, aber dafür müssen wir an anderer Stelle bei der Werbe oder wo auch immer einen Schritt weitergehen, dann muss man das doch parlamentarisch diskutieren und nicht in irgendeinem Hinterzimmer mit drei Verbänden aushandeln. Das ist ein großer Unterschied. Und genau das ist ein Punkt, den streiten wir hier schon bei mehr als einem Gesetz. Es geht um die Frage, wie verstehen wir Demokratie? Als ich Juso war, habe ich meinem Landesvorsitzenden, der hieß damals Holger Barnhardt, vorgeworfen, nein, lieber Holger, ihr habt ein Problem. Als alte Sozi seid ihr staatsverliebt. Ihr seid froh, wenn ihr regiert, gewählt seid und dann was regeln könnt. So funktioniert Politik modern aber nicht mehr. Man muss das Parlament stärker beteiligen, die Gesellschaft stärker beteiligen. Ein Teil davon, Gesellschaft stärker beteiligen, haben Sie gemacht. Parlament beteiligen taucht in Ihrer Idee nicht auf. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wo man es ändern muss. Und der Kollege Ruhl hat das ja zu Recht gesagt. Dieses Gesetz soll ins Parlament, damit es sozusagen vom Parlament getragen wird. Aber dann schreiben die da auch so die sachlichen Sachen rein, dass das Parlament darüber abstimmen kann. Aber alle Sachaussagen sind dem Parlament entzogen. Die stehen in diesem Klimaschutzplan, zu dem das Parlament nichts zu sagen hat. Bis
sage sehr klar, wir brauchen keine unverbindlichen, freundlichen, wir brauchen verbindliche, notfalls einklagbare Regelungen, sonst wird das nichts mit dem Klimaschutz. Und dann, auch das ist nicht unspannend, wenn Sie genau schauen, der schöne Satz, wenn da was schief geht, muss nach 3 Monaten überprüft werden, im Gesetz steht, dass die Überprüfung eingeleitet wird von einem Monitoring- und Projektionsprozess, das findet nur alle 5 Jahre statt. Das ist absurd. Das ist völlig absurd. Wir haben in unser Gesetz geschrieben, es muss alle 2 Jahre geprüft werden und dann muss nachgesteuert werden, weil so schnell wie die Welt sich entwickelt, so schnell wie die Probleme sich vergrößern, ist das ein Zeitraum, der gar nicht geht. Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie das gemeint haben. Also ich will da auch gar nicht zu viel unterstellen, aber ich glaube, dass wir an der Stelle noch ziemlich heftig nachdiskutieren müssen. Dann ist der spannende Punkt, vieles steht da gar nicht drin. Also, dass Sie für Energie und Wärme ein eigenes Gesetz gemacht haben, da hat der Kollege Krüger in der Beratung über das Gesetz schon das eine oder andere gesagt. Aber nehmen Sie doch mal einen der größten Brocken in Hessen, Mobilität. Wir haben in der Enquetekommission Mobilität die Frage einer netten Kollegin gehabt, die ja berechtigt war, über die Frage, können wir nicht Klimamobilitätspläne in den Kommunen machen? Warum schreiben wir das nicht vor? In Baden-Württemberg ist es vorgeschrieben. In diesem Gesetz taucht es nicht auf. Hätten wir machen können, wäre eine gute Idee gewesen. Wir haben die Frage, die Kollegin Feldmayer hat bei der letzten Debatte gefragt, als ich den Paragrafen nicht gesehen hatte, warum habt ihr nichts zu Wirtschaft und Unternehmen drinstehen? Können Sie an das Gesetz die Frage auch stellen? Über Wirtschaft und Unternehmen steht da nichts drin. Könnte man reinschreiben. Man kann die Frage Landwirtschaft reinschreiben und, und. Das heißt, an der Stelle versuchen Sie in vielen Bereichen sozusagen sich vor Regeln zu drücken. Ich weiß nicht, warum, müssen Sie nachher erklären. Wenn man das alles, den Wissenschaftsbeirat finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich glaube schon, dass in der Zeit der Fortentwicklung von Wissenschaft jede neue Erkenntnis hilft. Aber was Sie stattdessen nicht machen, ist ein organisiertes Beteiligungsverfahren. Wir haben vorgeschlagen, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Umweltverbände und in einen Beirat zu nehmen, in dem sozusagen beraten wird, in dem gesellschaftliche Interessen ausgetragen werden. Nein, so eine formalisierte Arbeit, die haben Sie nicht aufgenommen. Und Sie haben sie nicht aufgenommen, weil Sie eine andere Art von Regierungsarbeit haben. Sie machen Beteiligungen über Foren, was auch immer, und entscheiden dann im Kämmerlein der Regierung. Ich sage, wenn wir mehr Demokratie wollen und wenn wir die Leute mitnehmen wollen, dann brauchen wir institutionalisierte Gremien, in denen das auch funktionieren kann. Auch da haben Sie ein Stück versagt, und ich denke, das werden wir in der Debatte noch weiter kommentieren müssen. Und nun frage ich mich, wenn das alles so ist, was bringt das Gesetz dann? Und dann wird das mit der Begründung wirklich spannend. In der Begründung, ich zitiere nur 3 Stellen. Das Verfahren entspricht den bereits innerhalb der Landesregierung gebräuchlichen Verfahrensweisen. Es bildet den etablierten Stand des Verfahrens ab. Es entspricht dem bereits üblichen Verfahren. Anders ausgedrückt, es bleibt alles, wie es ist. Und genau das ist es, was wir befürchten, weil das Ergebnis ist dann genauso, wie es heute ist. Ich bin trotzdem an dem Punkt, dass ich sozusagen selbst in Selbstkritik noch einmal die letzten 1,5 Minuten anders nutzen will, weil ich glaube, wir machen gemeinsam einen Fehler. Ich stehe hinter jedem Wort meiner Kritik. Aber ich glaube, wir gehen bereits jetzt mit dem Problem nicht ernsthaft genug um. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Alle die Leute, die sagen, die Hütte brennt und ihr müsst endlich wirklich mit Löschen anfangen, statt darüber zu diskutieren, was ihr 5, 10 oder 20. Wir haben seit Hermann Scheer mehr als ein Jahrzehnt verschenkt in Hessen. Doch. Und ich frage mich, ob wir tatsächlich diese Art von Debatten, die ja schon ganz unterhaltsam sind und wo man auch die Unterschiede deutlich macht, uns wirklich leisten können, oder ob es nicht richtig wäre, dass wir die Kollegen, die auf einem anderen Planeten leben, gerne zuschauen lassen, aber alle anderen 5 Fraktionen sich 3 Tage zusammensetzen und mal ausstreiten, wo der Punkt ist, wo wir gemeinsam gehen können, wo der Punkt ist, wo wir nicht gemeinsam gehen können, wo der Punkt ist, wo wir entscheiden können,
und wo wir endlich schneller vorankommen, weil die Geschwindigkeit der Schnecken ist für den Klimaschutz nicht erträglich, und die Landesregierung hat leider diese Geschwindigkeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Frau Kollegin Feldmayer für die Fraktion der Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen bekommt erstmals ein Klimagesetz. Also wir jedenfalls freuen uns darüber, meine Damen und Herren. Ich kann die schlechte Laune bei der Opposition verstehen. Wir packen das an. Sie ärgern sich, weil ein Problem gelöst wird, was Sie beschrieben haben. Aber ich sage Ihnen eins. Dieses Klimagesetz hier in Hessen ist wirklich ein gutes Klimagesetz. Und ich verstehe wirklich auch nicht, wenn ich den Herrn Rock sehe und den Herrn Grumbach, die Kritik an der Sache. Gucken Sie sich bitte einmal das Gesetz der aktuellen Bundesregierung an, was da drin steht. Die gleichen Klimaziele haben wir in das Gesetz übertragen. Die gleichen Klimaziele stehen drin. Der Wissenschaftliche Beirat ist da drin. Der Klimacheck ist da drin, der CO2-Schattenpreis. Also von daher, ich würde das jetzt hier mal unter Oppositionsgetöse verbuchen. Wir sind uns zumindest. Frau Feldmayer, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rock zu. Wir sind uns zumindest derweil und hier einig. Hier weiß ich es beim Herrn Rock manchmal nicht so ganz, dass die Klimakrise eine der größten Herausforderungen ist, die wir haben. Die Klimakrise ist überall auf der Welt angekommen, auch in Hessen. Wetterextreme wie Dürre und Starkregenereignisse nehmen zu, mit allen Folgen für die Bevölkerung wie gesundheitliche Beeinträchtigung, Katastrophen, Verlust oder Beschädigung von Eigentum, Herr Rock, oder auch Infrastruktur. Die Folgen für die Natur, die erleben wir immer wieder. Wir erleben, dass die Quellen austrocknen. Wir erleben Trockenheit, die den Wäldern zusetzt. Es ist wirklich ein Problem, was wir haben, was die Menschheit hat. Die Menschheit hat dieses Problem. Und deswegen ist es gut, dass sich alle staatlichen Ebenen kümmern um dieses Problem. Und alle staatlichen Ebenen sind gefordert, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Hessen tut dies bereits seit Jahren. Aber nun soll es erstmals einen gesetzlichen Rahmen mit verbindlichem Klimaziel geben. Und auch das finden wir gut, meine Damen und Herren. Ja, es ist wichtig, dass man konkrete Maßnahmen benennt. Eben wird der Plan auch aktualisiert, der integrierte Klimaplan. Das ist wichtig. Es geht nicht nur um das Gesetz, sondern es geht auch um die Maßnahmen, die tatsächlich die Treibhausgasemissionen senken. Aber wollen wir tatsächlich jede einzelne Maßnahme in ein Gesetz reinschreiben? Wollen wir tatsächlich, wenn wir merken, dass die Maßnahmen nicht greifen, weil das wird ständig evaluiert und überprüft, ob das zu den Zielen reicht, wollen wir das tatsächlich alles in ein Gesetz reinschreiben? Und dann muss das Gesetz neu geschrieben werden, wenn wir sehen, dass wir weitere Maßnahmen brauchen? Ich glaube, meine Damen und Herren, das ist nicht zielführend. Und was ich wirklich wichtig finde, und auch das sagt das Bundesgesetz, und auch das hatten Sie gesagt, Herr Grumbach, es soll einen Klimacheck geben. Das bedeutet, dass Gesetze und Verordnungen einer Prüfung unterzogen werden. Und damit müssen sich alle Vorhaben des Landes an den Klimazielen orientieren. Und das ist ausdrücklich richtig, denn Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, und so muss bei jedem Gesetz und bei jeder Verordnung abgewogen und geprüft und auch festgehalten werden, was das für den Klimaschutz in Hessen und die Klimaziele bedeutet. Und das gilt auch für die größeren Förderprogramme. Denn auch hier wollen wir, dass klimafreundlich investiert wird, dass Investitionen wie beispielsweise in energieeffiziente Sportstätten passieren, dass Verwaltungsgebäude gefördert werden, die besonders energieeffizient sind, und alles, was klimaschädlich ist, vermieden wird. Und auch das finden wir richtig, meine Damen und Herren.
kann Sie nicht so gut verstehen, aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, was die Klimaziele in Thüringen sind, wo ein linker Ministerpräsident regiert. 2050, das ist nicht so ganz kompatibel mit dem, was Sie hier gerade vorgetragen haben. Anschaffung und Investitionen der Landesverwaltung, beispielsweise im IT-Bereich, beim Büromaterial oder bei Bauplanung, werden mit einem CO2-Preisschild versehen, also einem CO2-Schattenpreis. Genau wie die Bundesregierung das macht, Herr Rock, Herr Krumbach. Warum ist das jetzt hier falsch? Bitte schön, frage ich mich. Klimaschädliches Investieren mit Folgen für Umwelt und Gesundheit. Von vornherein soll das vermieden werden. Und auch hier sagen wir, das ist richtig, darüber freuen wir uns. Ein unabhängiger Klimabeirat soll die Landesregierung im Klimaschutz beraten. Und dieser Klimabeirat kann jederzeit und ungefragt Stellung zu allen Fragen des Klimaschutzes beziehen. Das ist zusätzlich zum Klimacheck der Landesregierung für die Gesetze, Verordnungen und die Förderprogramme noch einmal ein externer Klimacheck, der mit wissenschaftlicher Expertise zusätzlich wertvolle Perspektiven, Kritik und Empfehlungen beisteuern kann. Und auch das, Herr Rock, passiert bei der Bundesregierung, bei der Ampel mit diesem Klimacheck. Deswegen verstehe ich Ihre Aufregung an dieser Stelle auch nicht. Jedenfalls machen wir in Hessen erstmals diesen Schritt, und das ist der richtige Schritt, meine Damen und Herren. Staatlichen Ebenen sind aufgefordert zum Handeln beim Klimaschutz, und da kommt den Kommunen eine besondere Rolle zu. Sie müssen ja die Klimamaßnahmen vor Ort umsetzen. Sie brauchen die Unterstützung des Landes Hessen, sie brauchen die Unterstützung des Bundes, sie brauchen Fördermittel für all das, damit sie eben Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen können, am besten Energie sparen oder auf erneuerbare Energien umsteigen, beispielsweise bei der Straßenbeleuchtung oder bei der Gestaltung von klimafreundlicher Nahmobilität, die ja auch schon lange gefördert wird hier in Hessen, bei Klimaanpassungsmaßnahmen mit mehr Grünzügen in den Quartieren oder bei der Planung von Quartieren von vornherein, in denen man auch in Zeiten vermehrter Hitzetage und vermehrter Hitzenächte noch leben kann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Daher ist es richtig, dass dies als Teil der Daseinsvorsorge in den Kommunen bezeichnet wird in diesem Gesetzentwurf. Damit lassen wir die Kommunen aber nicht alleine, sondern die Kommunen werden mit einer großen Fördersumme gefördert, damit sie eben diese Klimamaßnahmen umsetzen können hier in Hessen. Wir stellen die Rekordsumme von 1,8 Milliarden Euro für den Klimaschutz bereit, und in dem Fünfjahresplan sind sogar insgesamt 4,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Das ist gut angelegtes Geld. Und ich finde es absolut richtig, dass die Klimakommunen in dem letzten Jahr auch noch eine 100% Förderung bekommen haben beim Klimaschutz. Dort in der Corona-Krise war es notwendig, dass Klimaschutz nicht hinten angestellt wird. Deswegen ist es sehr hilfreich gewesen, dass das Land Hessen hier sogar eine 100% Förderung durchgeführt hat. Und Herr Rock, die CO2-neutrale Landesverwaltung, die gibt es schon länger, ja. Aber es wurden schon 50% der Treibhausgasemissionen gespart. Also Sie haben gerade so getan, als wäre da nichts passiert und man würde jetzt gerade erst anfangen. Nein, was jetzt passiert, ist ein konkreter Sanierungsfahrplan für jedes Gebäude. Und ab 2026 dürfen dann eben bei der Umrüstung oder beim Neubau keine Anlagen mehr eingebaut werden, in denen fossile Energieträger verbrannt werden. Und ab 2045, weil es werden jetzt auch Treibhausgasemissionen noch kompensiert, und das ist auch notwendig, weil das geht im Moment nicht anders, ab 2045 dürfen die Treibhausgasemissionen, die verbliebenen, nicht mehr kompensiert werden. Und hören Sie zu, das ist ganz wichtig. Deswegen müssen wir bis dahin dann auch komplett umgestiegen haben auf erneuerbare Energien und müssen wirklich klimaneutral sein, denn dann ist es nicht mehr möglich zu kompensieren. Auch das ist gut für Hessen, das ist ein wichtiger Schritt für Hessen, meine Damen und Herren. Etwas, was noch keine Erwähnung gefunden hat, aber wichtig ist, und auch das hat die Bundesregierung, Herr Rock, Herr Krumbach, im Bundesgesetz drin, dass Hessen sich jetzt auch ab 2050 verpflichtet,
zu negativen Treibhausgasemissionen. Das heißt, wir müssen die CO2-Senken hier in Hessen stärken. Das sind Moore, das sind die Wälder. Das wird gestärkt auch mit den Maßnahmen, natürlich, die wir haben. Und das sagt auch das Gesetz. Und das ist ausdrücklich auch eine sehr gute und wichtige Maßnahme, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Natur ist die Grundlage für unseren Wohlstand und auch für unsere Demokratie. Deswegen ist es richtig, dass wir uns diesem Thema widmen. Und ich bin froh, dass es im Prinzip auch eine Einigkeit gibt beim Thema Klimaschutz, dass wir hier mehr tun müssen. Und deshalb freue ich mich, dass wir dieses Gesetz vorgelegt bekommen haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag in Hessen, dass wir erstmals ein Klimaschutzgesetz bekommen. Aber ich möchte auch noch mal, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir diese Maßnahmen haben. Die werden im Moment aktualisiert. Also es ist wirklich ein Vorhaben mit den Maßnahmen, mit dem Rahmengesetz, mit der Novelle des Energiegesetzes, wo auch konkrete Maßnahmen drin sind, mit anderen Fachgesetzen in Hessen. Ein großes Paket, was wir haben beim Thema Klimaschutz. Und wir freuen uns darüber. Und ich hoffe, dass irgendwann die schlechte Laune der Opposition auch vorbei ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Oder sie wird noch schlechter. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich habe ein bisschen Netto und Brutto zusammengezogen, sodass es dann doch eine leichte Überziehung gab. Herr Gagel hat als Nächster das Wort. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Ministerpräsident hat mit dem 24. Februar eine Zeitenwende verkündet. Ja, meine Damen und Herren, es ist richtig, es ist eine politische Zeitenwende. Die Energiewende ist offensichtlich für jeden Bürger sichtbar gescheitert. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, damit warben die Grünen noch vor der Bundestagswahl, sind nun salonfähig. Das Motto lautet für unsere grünen Freunde: Frieden schaffen mit immer schwereren Waffen, befeuert von Baerbock und Co. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, die alte AfD-Forderung, die Laufzeiten von Kernkraftwerken zur Verlängerung, setzt jetzt der Grünminister Habeck um. Ja, meine Damen und Herren, das politische Fantasieprogramm der Grünen fällt derzeit wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das grüne Programm, meine Damen und Herren, hat seinen Zenit überschritten. Schwarz-Grün in Hessen muss sich also fragen, ob sie auch schon in der Zeitenwende angekommen ist. Mit einem hessischen Klimaschutzgesetz wollen sie neue Einschränkungen in alle Lebensbereiche zementieren. Höhere Kosten, immer mehr Einschränkungen und am Ende Verbote. Alles im Namen des Klimaschutzes. Um die Pointe vorwegzunehmen, meine Damen und Herren, ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück, Herr Ministerpräsident. Leider ist er gerade nicht da. Setzen Sie sich an die Spitze einer Bewegung, gerade in diesen Zeiten, wo die Bürger Hessens überlegen müssen, wie sie mit Inflation und Gasknappheit überleben können. In diesen Zeiten, wo das Land erneut mit Migranten geflutet wird, in diesen Zeiten, wo die Staatshaushalte außer Kontrolle geraten, während die Wirtschaft in eine tiefe Rezession schlittert. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir glauben alle hier gemeinsam, dass das Wort Fluten in Bezug auf Menschen ein unangebrachtes Wort ist, Herr Gagel. Ich bitte Sie, dass Sie sich ein bisschen zurückhalten. Meine Damen und Herren, Hessen braucht gerade jetzt kein Klimaschutzgesetz. Das Maß ist voll. Klimaschutz schützt nichts. Klimaschutz verschwendet Steuergeld. Wir haben es gehört, 1,8 Milliarden. Klimaschutz ist wirkungslos, und Klimaschutz ist kein Umweltschutz. Herr Ministerpräsident, er ist leider nicht da. Steigen Sie ab vom sterbenden Pferd Klimaschutz. Klimaschutz gehört in diesen Zeiten ganz nach hinten auf den Zettel. Machen Sie Politik für die Bürger. Meine Damen und Herren, kein einziger Starkregen, keine einzige Dürre, kein einziger Orkan und Sturm wird durch dieses Gesetz in Zukunft verhindert. Auch wenn die Landesregierung
und sogar die Opposition sich besseres Wetter und Klima wünscht und per Gesetz beschließt. So wird das Wetter hin weiterhin das machen, was es jahrhundertelang und jahrtausendelang bisher getan hat. Es wird innerhalb seiner Extreme nach oben und nach unten schwanken und immer wieder Extreme hervorbringen. Das Klimaschutzgesetz hat kein konkretes Ziel, die Bürger vor etwas zu schützen. Es erfüllt lediglich planwirtschaftlich festgelegte Ziele, die sogenannten Klimaschutzziele. Diese Klimaschutzziele sind rein abstrakter Natur und haben keinen praktischen Nutzen. Das im Gesetz hinterlegte Ziel oder genannte Ziel von 1,5 bis 2 Grad ist völlig irrelevant, weil man eine festgelegte Erdtemperatur in einem Gesetz nicht hinterlegen kann. Meine Damen und Herren, das Gesetz ist ein typisches Weltrettungsgesetz, wie man es ja von den Blockparteien schon kennt. Es kostet viel und es bringt wenig. Im Gegenteil, meine Damen und Herren, im Gegenteil. Es ist ein weiterer Sargnagel für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, ein weiterer Schritt zur Deindustrialisierung unseres Landes mit der weiteren Verarmung unserer Bürger. Meine Damen und Herren, Klimaschutz ist ein von den Eliten gesteuerter, absichtlich herbeigeführter Irrtum. Es ist einer der größten Irrtümer der modernen Geschichte. Diese Eliten haben es geschafft, über das IPCC, die UN, das Weltwirtschaftsforum und über bezahlte Institutionen und die Medien eine starke Einschränkung des öffentlichen Meinungsspektrums in ihrem Sinne zu erreichen. Um es mit den Worten von Professor Lesch beim Klimaempfang 2019 auszudrücken, über die Ursachen des Klimawandels darf nicht mehr diskutiert werden. Das klingt nach Diktat, aber nicht nach wissenschaftlichem Diskurs, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die UN-Untersekretärin Melissa Fleming gibt dies auch im Rahmen eines Interviews des World Economic Forums Davos zu. Sie sagte wörtlich, übersetzt, uns gehört die Wissenschaft. Über eine Partnerschaft mit Google werden die Suchergebnisse zum Thema Climate Change an oberster Stelle angezeigt, die in den globalen Klima-Mainstream der UNO passen. Die Kritischen erhalten diese Privilegierung nicht. Wörtliches Zitat der UN-Sekretärin, we own the science. We own the science. Das sagt alles. Ich kann hier die Ausführungen meines Kollegen Andreas Licher zum Great Reset in der Kürze der Zeit nicht wiederholen. Aber eine Feststellung liegt damit noch klarer als bisher auf der Hand. Die globalen Bestrebungen zum internationalen Klimaschutz sind Teil des Great Reset. Der Klimaschutz ist dabei nur das Vehikel, um die geplanten Transformationen durchzuführen. Keiner der Akteure der Davos-Clique ist doch wirklich am Klima interessiert. Das Einzige, was für diese Eliten am Klimaschutz interessant ist, ist die Weltgemeinschaft unter Vorspiegelung eines angeblich höherstehenden moralischen Ziels zur Umverteilung von Geld und Wohlstand in riesigem Stil zu bewegen. Und Hessen trägt seine 1,8 Milliarden Euro selbstverständlich bei. Leider kapiert in diesem Parlament niemand das, angefangen von der FDP bis ganz links hier rüber. Die Einzigen, die das sehen, sind wir. Meine Damen und Herren, der im Gesetzentwurf vorgesehene Klimabeirat ist dabei das Feigenblatt, um sich im Zweifel hinter falschen Schlüssen der Wissenschaft verstecken zu können. Dieser Beirat wird absolut wirkungslos sein und ist als Kontrollgremium für die langfristige Umsetzung des Gesetzes nur als Frühstücksdirektorengremium zu sehen. Von oben herab planwirtschaftlich diktierte Klimaschutzziele, die auf den zweifelhaften Modellen des IPCC beruhen, sollen also den hessischen Bürgern in Zukunft vorgehen, für das sie dann neuerdings noch alles bezahlen müssen oder auf was sie verzichten müssen. Höhere Baukosten durch strenge Bauvorschriften, höhere Energiekosten durch höhere Spritkosten und höhere CO2-Steuern, höhere Finanzierungskosten, wenn Nachhaltigkeitsziele nicht beachtet werden, höhere Kosten für das Auto, Verbot des Verbrennungsmotors. Die Liste ließe sich noch um einiges verlängern. Aber, meine Damen und Herren, nicht alles ist schlecht an diesem Gesetzentwurf. Über das Thema Schwefelhexafluorid im Gesetzentwurf genannt, werden wir noch einmal im Ausschuss reden müssen. Dieser Punkt muss nach unserer Überzeugung beachtet werden. Warum? Was lachen Sie da? Schwefelhexafluorid wird in sämtlichen Windrädern verarbeitet. Und da Sie ja das Land mit Windrädern zupflastern wollen, wäre das schon einmal ein Thema, wo man darüber reden muss. Schwefelhexafluorid ist
Schwefelhexafluorid ist 22.800 Mal wirksameres Klimagas als CO2 übrigens. Nur nebenbei. Ja? Auch das Thema Maßnahmen zur Klimaanpassung, also die Anpassung an Extremwetterereignisse, können wir natürlich etwas abgewinnen. Dies wurde ja auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht, unter anderem Namen. Beispielshaft kann man sich erinnern an den Generalplan Küstenschutz als Reaktion auf die Sturmflutkatastrophen 1953 und 1962. Klimaanpassung heißt in erster Linie Wetteranpassung. Hitze, Starkregen, Orkan sind Wetterereignisse. Dürren und Fluten Folge spezieller Zirkulationsmuster der Atmosphäre. Die Selbsterhaltungstendenz zeigen, diese bringen einem bestimmten Landstrich immer wieder ähnliche Wetterlagen. Man hat das ja beispielsweise in den Dürresommern 2018 und 2022 hier in Deutschland gesehen. Oder beispielsweise in Pakistan, da hat man das Gegenteil mit einer Flutkatastrophe. Sich darauf jedenfalls einzustellen auf Wetterextreme, Klimaextreme oder Witterungsextreme macht absolut Sinn, auch nach unserer Auffassung. Es sollte auf jeden Fall ein Gesetz sein im Sinne des Schutzes der Bevölkerung. Meine Damen und Herren, besonders die Damen und Herren der CDU, das tote Pferd Klimaschutz werden Sie schon bald in einem zunehmenden verarmenden Deutschland nicht mehr wirksam reiten können. Steigen Sie ab, bevor es zu spät ist. Machen Sie Politik für die Bürger und besinnen Sie sich des Auftrags Ihres Mandats hier im Hessischen Landrat und lassen Sie Klimaschutz sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Gagel. Sie sollen das Wort Blockparteien zu den Parteien hier im Hause gesagt haben. Wir haben es hier oben nicht gehört, aber wenn Sie es gesagt haben, fühlen Sie sich bitte getadelt. Blockparteien. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht besser. Das wird jetzt nicht besser, wenn der Nächste auch noch von Ihnen eine Rüge haben möchte, bin ich gerne bereit. Die gibt es auch im Zehnerpack, aber es ist eigentlich nicht mein Stil, es zu tun. Aber man kann doch einfach das akzeptieren, wenn ein Präsident im Stuhle sagt, dass das so hier in diesem Hause üblich ist. Vielen herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Das ist so richtig. Dann haben wir den Punkt 5 in der ersten Lesung hier erörtert und geben ihm zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den ULA. Ist das so konform? Das ist so konform. Die PGs nicken.